Okay, wenn es wirklich stimmt und der Titel genau sagt, wie viele Views dieses Video hier hat, dann hat dieses Experiment funktioniert. Okay, du wirst jetzt wahrscheinlich fragen, okay Simon, wie kann es denn sein, dass ein Videotitel tatsächlich genau sagt, wie viele Views dieses Video hier hat? Und das würde ich jetzt versuchen, dir so simpel wie es geht zu erklären. Ich habe also auf YouTube geschaut und einen YouTuber gefunden, der genau das hatte. Ein Video, dessen Videotitel genau gesagt hat, wie viele Views sein Video hatte. Und ich denke mir nur so, hä? Wie geht das denn? Also habe ich mich ein bisschen reingefuchst und herausgefunden, dass es wahrscheinlich ein Bot sein muss. Oder ein Programm. Und dann habe ich mir gedacht, genau das will ich auch. Ein Video, wo du da draußen komplett das Video ändern kannst. Das heißt, deine Aufrufzahl ändert den Titel. Dein Klick zählt. Also habe ich meine alten Programmiererfähigkeiten rausgesetzt und ein Programm geschrieben, das genau das tut. Den Videotitel ändern in die Aufrufzahl, die dieses Video hier hat. Weil mir das aber keiner glauben wird, habe ich hier die echte Story. Ich habe einfach 3 Klone von mir herstellen lassen. Hallo, ich bin der Simon C1. Hallo, und ich bin der Simon C2. Und ich bin C3, einzigartig. Aus meiner DNA und meinen Sarah. Das heißt, ich habe jetzt 3 Klone zu Hause sitzen, die nichts anderes tun werden, als den Videotitel ändern, sobald du dieses Video geklickt hast. C2, wie läuft's bei dir? Bei mir alles Roger. Klasse. C3, wie läuft's bei dir? Guck mal, eine Katze. Das heißt, dass du tatsächlich der Grund bist, warum der Videotitel sich ändert. Um ehrlich zu sein, kann es natürlich sein, dass es ein bisschen verschoben ist. Das heißt, wenn er tatsächlich 1:1, der Videotitel 1:1 sagt, wie viele Aufrufe dieses Video hat, dann musst du diesem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch geben. Das hat mich so lange gekostet, bis das hingehauen hat. Falls es hingehauen gehabt. Halb. Falls es funktioniert hat. Das heißt, schreib es in die Kommentare, wie viele Views hat dieses Video jetzt gerade, wo du es guckst. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, falls du noch nicht gemacht hast, für mehr Experimente, mehr coole Videos und mehrere Klone.